Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon. Portal in die Unendlichkeit. Am nächsten Morgen. Nun, ja, eigentlich war es schon Mittag. guten Morgen, Doki. Gestern Abend hatten wir wirklich einen Riesenspaß. Doch vielleicht haben wir etwas zu lange gefeiert, ich bin noch total müde. Aber wir können ja jetzt auch einfach den ganzen Tag verschlafen, oder? Nicht verschlafen, okay. Geben wir also heute auch wieder unser Bestes. Machen wir. Machen wir. Hey, Teddy, Doki! Nein, nur Teddy. Nanu, was war das, Emi Moika? Aber ich kann ihn nirgends sehen. Hey, hier bin ich. Die Stimme kommt von da drüben. Alles klar, er ist hinterm Haus. Sehen wir doch mal nach. Alles klar, machen wir. Hehehe, kalt, ganz kalt. Ich bin hier drüben. Jetzt ist er auf der anderen Seite. Es ist fast so, als würde er im Kreis laufen. Er will uns zu etwa foppen? Im Kreis laufen, sagst du? Es wäre mir viel zu anstrengend. Nein, die Wahrheit sieht ganz anders aus. Was hältst du zum Beispiel davon? Was? Ich höre Molgas Stimme plötzlich von überall. Wir sind regelrecht umzingelt von dem Molga. Gebt ihr auf? Das ist meine Geheimtechnik. Emolgas Multiplikator, haha. Dann hast du diese tolle Technik gelernt. Das ist ja unfair. Hast du etwa nicht wie wild trainiert, während wir auf dem Riesengletscher waren? ich hab da so eine Vermutung. Ich glaube, ich weiß, was er da macht. Doki, wohin willst du? Das ist mies. Wusste ich doch. Hier liegt ein Frisma. Aus dem Frisma kommt eine Stimme. Was haltet ihr von meiner... was haltet ihr von meiner neuen Technik, dem Emolga-Multiplikator? Haha! Aus dem Frisma kommt Emolgas Stimme. Das heißt, er dann ja... Hier ist auch ein Frisma. Was ist? Gebt euch geschlagen? Ich habe keine... Ihr habt keine Ahnung, oder? Keinen blassen Schimmer, wie ich das mache. Hahaha! Hey. Teddy, wie geht's denn so? Bestens, du Witzbold. Was soll das werden? Naja, ich wollte nur etwas Spaß mit den Frismen haben, die ihr mir mitgebracht habt. Ich habe überlegt, wozu man sie wohl alles einsetzen könnte. Da kam mir diese Idee. Aber das Wichtigste ist, dass ich jetzt so wahnsinnig viel Spaß habe. Verdanke ich nur euch und eurem Abenteuer. Ihr seid einfach die Besten. Aha. Oh je. Aber danke. Dieses Abenteuer konnten wir nur erleben, weil du hier geblieben bist. Hey, du sagst es. Klar, apropos. Ist hier in unserer Abwesenheit irgendwas passiert? Du meinst, was Interessantes? Ja, da war zumindest eine Sache. Da waren manchmal so aufsteigende Lichter. Aufsteigende Lichter? Ja, wir konnten da... Was? Wir konnten da diese weit entfernten Lichtkugeln hoch am... Wir konnten da diese weit entfernten Lichtkugeln hoch am sehen, okay. Ich habe Terryberg gefragt und er sagte, er sehe so... etwas zum ersten Mal. Wir haben uns alle gefragt, was es damit wohl auf sich haben könnte. Aber niemand weiß es. Lichtkugeln, sagst du? Man konnte die besonders gut vom Hügel aus sehen. Da waren ziemlich viele solcher Kugeln. Ich denke, ihr bekommt sie früher oder später auch noch zu sehen. Das war's auch schon. Sonst ist nichts passiert. Bis später. Ich hätte ja beinahe meine Prismen vergessen. Also bis dann. Emolga ist ein ganz schöner Schelm. Aber ganz schön zu sehen, dass wir ihm mit dem Mitbringen so eine Freundin gemacht haben. Und die Frismen sind ja auch echt toll. Ich habe auch eins behalten. Ja, sie machen wirklich viel Spaß. Aber ich denke, das ist nicht alles, was Emolga damit beweisen wollte. Emolga wollte uns wahrscheinlich zeigen, dass er auch total glücklich ist. Wollen wir da mal los? Ab heute wartet wieder der Alltag auf uns. Wir erledigen einen Job vom Infobrett und bauen das Pokémon-Paradies aus. Also machen wir uns an die Arbeit. Oh nee. Will ich nicht. Na okay. So, Lager. Silberdorn, behalten wir mal. Golddetektor. Macht im Boden vergrabene Goldbarren sichtbar. Oh ja. Okay, hebe ich gleich wieder auf.
Dann können wir nochmal wieder, ne, 3 Sinelbeere dürfen ja jetzt reichen wieder. Bierbelebersamen lassen wir mal. Verteidigung und so heben wir auch mal, also behalten wir auch mal bei uns. Die Schlüssel behalten wir auch mal. Den Defense-Schal kann ich dann schon mal ablegen. Mitnehmen würde ich ganz gerne jetzt nochmal den Golddetektor. So, haben wir hier noch irgendwas Krasses? Nee, einen Levelsamen haben wir da, aber den nutzen wir jetzt erstmal nicht. Nee, gut. Unser ganzes Geld. Nehmen wir erstmal das ganze Geld mit. Wir haben jetzt 9000, fast 10.000 Poke. Oh nee, fast 8000 Poke, ups. Fast 9000 Poke. So. Geben. Ja. Und den Lebenssamen. Da müssen wir im Dungeon einsetzen, ja. Okay. Ja, gestern vom Riesengeschirr reden zu hören, ja. Okay. Komm mir einfach die Tränen. So, wir wissen ja, okay, Dings ist im Team. Nach Tara. Kaufen wir mal etwas. Spornsamen, ja, das trifft. Ah, okay. Nee, gut. Kaufen wir doch nichts, würde ich sagen. Gucken wir mal, was für Nachtara so alles für Attacken kann. Das ist ein bisschen feiern, was in die Puppen gelegen haben. Ja, ist okay. Gut. Ich meine, es ist ganz nett, dass jeder nochmal was zu irgendwas sagt, sowas passiert ist. Aber. Ja, irgendwie. Ne? Das waren alle Attacken. Wow, okay. Gut. So, dann gucken wir nochmal schnell zum Keck-Leon-Laden. Zinnober. Was war das? Gegen den Händler ist eingetroffen. Ja, okay. Hab gestern von einem Abenteuer gehört. Ja. Krass, ne? War schon hart, das Abenteuer. Herzlich willkommen im Keck-Leon-Laden. Kaufen. Was hast du denn so? Lebersamen hat er, Umzingelorb, Tiefenschal, Blitz. Alles nicht so der Shit, ne? Brauchen wir also nicht. Gucken wir nochmal zum fliegenden Händler. Vielleicht hat der noch was Cooles. Das ist ein Platz für einen fliegenden Händler, ja, ich weiß. Ja, hast du das nicht schon mal gesagt? Ja. Oh. Galapafloss könnte, ja gut, okay. Hätte sein können, dass wir Wasserattacken können oder so. Aber nee, okay. Gut, dann suchen wir uns eine Quest aus. Würde ich mal sagen. Und dann machen wir uns auf den Weg, ne? Klingt doch nach einem exzellenten Plan. Ups. Ja, ansehen. So, gucken wir mal nach ganz hinten. Gibt uns die 300 Poke. Die eine Quest gibt uns 300 Poke, der Rest nicht, ne? Nee. Erhalte das Item Rätselschlüssel, ja. Ach, nee. Bleiben wir mal. Machen wir hier östliche Savanne. Bis Ebene 12. Ja, sofort aufbrechen. Dürften wir in dem Part noch schaffen, schätzungsweise. Hoffe ich. Ja. Oh Leute, es ist so warm, ne? Es ist so fucking warm. So, was trainieren wir weiter? Schlitzer, ne? Jo. Komm, warum nicht, ne? So, wir müssen also bis E12. Schlitzer. Schlitzer. So, dürfte ja eigentlich echt fix gehen, oder? Oh, lol. Das war ein One-Hit, okay. Das habe ich nicht erwartet. Okay, gegen Kaife setze ich Doppelhieb ein. Und Ausdauer natürlich. Zack. So, nee, da oben möchte ich nicht lang. Hier lang. Was? Als ob ich jetzt vergiftet bin, weil mein Doppelhieb daneben ging. Beide Attacken, also beide Hits gingen daneben.
als oben. Mensch. Das finde ich nicht okay. Ja, jetzt haben wir, wie es aussieht, erstmal nichts mehr vor uns. Nichts krasses, diesen Part. Also, ist das halt nur so ein Filler-Part, wie es aussieht wieder, ne? Ja. Also. Ist halt eiskalt echt nur so ein Filler-Part, weil es gibt halt nichts, was wir jetzt machen können. Ja, komm, nehmen wir auf. Ich möchte eigentlich keinen Spitznamen geben, aber okay. Ja, es gibt hier nichts zu tun. Im Prinzip. Ja. Ja, das war's. Es gibt nichts zu tun. Keine Story, kein story-relevanter Part, dieser Part. Wow, was? Was ergibt's denn? Gucken wir mal. Wie man das alles interessant gestalten kann. Eigentlich nicht, also eigentlich könnte die theoretisch diesen Part auslassen. Bis auf den Anfang. Den natürlich nicht so, weil das war ja noch ein bisschen... Ja, Gelaber und so, Story. Naja, nicht unbedingt Story, aber so ein bisschen was. Was halt dazugehört. So Emolgas Scherze. So habe ich einen Namen für den Part, ne? Emolgas Scherze. Oder Emolgas Späße oder so, ich weiß nicht. Irgendwie so nenne ich die Part dann. Alter. Mumie. Ich weiß immer noch nicht, was Mumie für eine Fähigkeit ist. Hallo. Geh doch endlich hier runter. Schlitzer. Oh, Pets liefert halt einfach 0 KP. Irgendwie. Gefühlt. Ich weiß aber auch nicht, was ich sagen soll, Leute. Ich weiß nicht, was ich jetzt irgendwie kommentieren soll. Ich meine, wir strugglen hier so ein bisschen durch die Gegend. Durch den Dungeon. Erledigen den einen Job hier. Und mehr ist dieser Part, ja, mehr ist dieser Part nicht. Ist einfach nur prinzipiell nichts machen. So, hoffentlich die Story ein wenig voranbringen. So, dass im nächsten Part gleich wieder Story losgeht. Aber kann natürlich auch sein, dass es noch ein bisschen dauert, ne? Bis Story wieder losgeht. Weiß man nicht. Danke. Würde ganz gern Treppe finden. Warum? Oh, das ist das, was mich an diesen Dungeons ein bisschen stört, ist, dass es halt manchmal ewig lange Gänge einfach nur sind. Es sind nur ewig lange Gänge und dann, also da passiert nichts so. Und dass es mega viele Sackgassen gibt. Ich habe das Gefühl, man findet die Treppe hier viel, viel schwerer als in den anderen Mystery Dungeon Teilen. Sackgasse. Ist da noch ein Pokémon? Ja, Petsneef, okay. Oh, warum geht der Nitro-Ladung noch daneben? What the fuck? Ah. Auch Stauer. Dein Ernst. Zack. Kaife möchte ins Team aufgenommen werden. Ja, warum nicht? Zack. Ich habe das Gefühl, wir schaffen diese Mission doch nicht mehr in diesem Part. Weil es halt einfach... Wir sind bei E4. Ich habe das Gefühl, die Dungeons dauern Ewigkeiten. Holy shit. Oh, kann ich? Habe ich einen grünen? Nein, ich habe keinen grünen Schlüssel. Oder? Ich habe einen roten, blauen und einen schwarzen. Oh Mann. Ich habe das Gefühl, die Dungeons hier dauern Ewigkeiten. So, die sind so groß und so schwer, die Treppe zu finden eigentlich. E5, wir brauchen noch 7 Ebenen, Leute. Dann sind wir erst am Ende der Dungeons. Das ist krass. Und es sind halt auch, glaube ich, viel mehr Pokémon in den Dungeons unterwegs, ne? Habe ich das Gefühl. Weil wir treffen halt echt auf eine Menge Pokémon. Jetzt gerade ausnahmsweise mal nicht. Warum auch immer. Aber gut. Ist jetzt echt die Treppe hier oben. Ach Gottchen.
So. Auch keine... Ach doch, Treppe. Okay. Ist auf der Karte unten rechts so wenig zu erkennen. Gut, der Bildschirm unten rechts ist halt auch sehr, sehr klein, ne? Ist ja bei euch auch so. Sehr, sehr klein. Hallo? Warum konnte ich jetzt zweimal angreifen? Okay. Was? Warum lebt ihr denn noch? Oh, es ist doppelt lieb auch noch. Das kann ich wahrstellen. So. Ist doppelt lieb auch noch für die restliche Ebene blockiert. Noch kein Damage. Mach du mal, Teddy. Oh Gott, Alter. Verteidigung, Spezialverteidigung erhöht. Oh. Ich hasse solche Attacken. Eine Härtner, ein Igler, Horter. Oh. Ätzende Attacken. Obwohl, im Mystery Dungeon geht's noch. In normalen Pokémon ist es viel schlimmer, diese Attacken. So ein Saftkorn oder so. Oder so ein Kleinstein. Mann, ich hab nach links gedrückt. Hallo, danke. Ich hab nach links gedrückt, der hat einfach nicht... Neue Attacke von Teddy. Buddy Check. Ja, komm. Machen wir mal anstatt Bezirzer. Buddy Check, da fügt sich Teddy natürlich selber Schaden zu. Aber das ist egal. Ja, ist egal. Wir schaffen diesen Dungeon nicht in diesem Part. Eigentlich. Es dauert halt jetzt... Oh, nach Tara. Dann, wenn ich nicht will, dass du irgendwo hingehst, gehst du irgendwo hin. So, ja gut. Schutzschild. So. Versuchen jetzt ein bisschen durchzusprinten, Leute. Irgendwie. Oh. Alter, 9 Schaden nur? Das geht aber fit. 9 Schaden ist für Bodycheck in Ordnung. Definitiv. 9 Schaden geht komplett fit. Ist das da oben die Treppe? Nee, ne, nee. Hier ist die Treppe, danke. Und links lag, glaube ich, noch ein Item gerade. Egal. Jetzt ist eh zu spät. Ihr schafft das. Also momentan macht es nur noch Tara, aber naja. Oh. Giftspitzen. Zack. Gott. Nein. Oh. Schutzschild. Warum denn Schutzschild? Warum hat jedes Pokémon Schutzschild? Schnitzer ist ausgesetzt. Ja, das ist okay. Solange mein Doppelhieb noch funktioniert, ist das okay. Alter. Es kommen definitiv viel zu viele Pokémon. Also ich meine, ich finde es nicht so scheiße, weil man halt echt gut levelt. Aber nach einer Zeit ist es halt einfach so nervig, wie viele Pokémon kommen, Alter. Holy fuck moly. Ist halt unbelievable. Unbelievable viel. So, das zieht halt diesen Dungeon nochmal komplett in die Länge, ey. Also ich werd gleich den Part hier in den Dungeon beenden müssen, Leute. I'm sorry. Weil ich wollte jetzt auch nicht am Stück aufnehmen. Hier oben ist ein Kekleon-Markt. Schon wieder. Die Zitrobeere könnte ich eigentlich kaufen. Oh, 2000 kostet... Ja, egal. Bisschen KP für noch... Ach, genau, apropos. Zitrobeere essen nach Tara. Und der Lebenssamen essen nach Tara. Und Eisen essen Doki. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ich habe nur diesen einen Part, sag ich mal, Zeit, um aufzunehmen. Das hätte ich jetzt am Stück gesagt, nehme ich auf, aber... Ich hätte halt nicht erwartet, dass dieser Dungeon so lange dauert. So lange.
Ich will auch keinen krassen Überlänge-Part machen. Wenn wir jetzt die nächsten Treppen halt sehr, sehr schnell finden, dann wäre es ja natürlich gut, ne? Dann ist es ja... Oh, come on. Ich bin gerade von dem Linfu weggerannt. So, hier ist auch keine Treppe. Jetzt die nächsten drei Treppen oder vier Treppen oder so an einem Ort. So, wir gehen eine Treppe hoch, ist die nächste Treppe da. Das wäre nice. Komm. Und bitte nicht so viele Pokémon. Ich mag es halt nicht, wenn durch sowas so ein Spiel in die Länge gezogen wird. Weil das ist halt einfach nur in die Länge gezogen, ohne jeglichen vielleicht Sinn. Also nicht jetzt ohne Sinn. Aber ich brauche das nicht so viel Pokémon, so riesige Dungeons, wo du dann halt gefühlt eine Ewigkeit brauchst, um einen Dungeon zu schaffen. Mag ich nicht. So. Weil es halt dafür dann zu eintönig ist, einen einzigen Dungeon zu machen, so. Wenn ihr versteht, wie ich das meine, ich hoffe, ihr versteht es. Geht's einfach weiter. Bin Level Up, okay. Wir brauchen noch zwei Ebenen, Leute. Ich weiß nicht. Ob ich das... Nee. Ich würde sagen, wir beenden jetzt hier gleich den Part. Wir gehen in die nächste Ebene und gucken mal, jo, vielleicht ist da ja gleich die nächste Treppe, weiß ich nicht. Kann ja sein, ne? Wenn dann gleich die nächste Treppe ist, dann beenden wir natürlich noch den Dungeon schnell. Wenn nicht... Oh, diese Animationen sind aber auch immer so lang, ne? Ich meine, die Animationen sind anfangs halt immer schön. Wenn schnelle Animationen sind, ist auch okay. Ich bin halt eher so der Spieler, der Spiele gerne schnell durchspielt. So, wisst ihr? So, ich bin so ein... Weiß ich nicht. Ja, ein schneller. Durch. Rusher. Hä, ich hätte da eben den Part beenden sollen. Holy fuck. Dass die Treppe noch so lange auf sich warten lässt. Ich musste nur einen Weg nach rechts gehen, dein Ernst. Treppe, nein. Ach komm, ich will diesen Dungeon jetzt noch fertig machen. Dauert jetzt nicht mehr so lange, glaube ich. Zack. Müssen ja nur noch eine Treppe finden. Hier ist schon wieder so eine grüne Tür. Wir haben nur keinen grünen Schlüssel. Wir haben nur einen blauen, einen roten und einen schwarzen. Meine Güte. Warum? Sackgassen. Ja, danke. Oh. Jetzt nämlich nur noch das Pokémon dort besiegen. Das Merrill. Ein Schritt nach da gehen. Teddy kümmert sich kurz um das Sodamak. Und wenn es dann fertig ist, kommt es ja mit hier hoch. Wenn das Merrill nicht dann schon besiegt ist. Okay. Gut, Leute. Oh, es ist so warm. Ich schwitze wie Sau. Schöne Information, ne? Doch ein bisschen Überlänge-Part. Aber naja, okay. Besser als jetzt 10 Minuten. Deine Poké! Kostbarer Zweig. Fruchtbare Erde. Sichtsam. 800 Paradiespunkte. Noch kein Level-Up. Okay, noch kein Paradiespunkt ab. Links. Gut, Leute, wir beenden hier den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!